Wieso auch immer der runtergefallen ist, habe ich gar nicht mitbekommen. So. Naja, wie gesagt, mal gucken. Ach Gott, das Ballonduell. Mal gucken, was im Endeffekt dabei rumkommt. Okay, also wenn ich falsch drücke, wird der Ballon nicht wirklich schneller größer. Jetzt kommen bald so die Darknet Let's Plays. Ja. Oder jeder macht sich einfach VPN nach USA und streamt oder macht alles von da aus. Egal, was mit dem Internet passiert, TV schauen wir eh nicht. Oh gut, zwei Leben. Naja. Im Fernsehen ist auch nie was Gutes, von daher. Was willst du da gucken? Das finde ich halt einfach der große Vorteil an Internet. Du kannst halt aussuchen, was du willst. Du musst nicht das gucken, was dir das Fernsehen gerade in dem Moment vorschreibt. So, hier muss ich jetzt auch aufpassen, weil ich glaube, hier sind auch hier und da ein paar Sachen versteckt. Morgen dann Frauentausch mit Jan. Gegen was tausche ich dann Svenja aus? Oder gegen was tauscht Svenja dann nicht aus? Nein, lass das. So. Da hinten müsste ich noch hin. Oh Gott. Oh Gott. Da wäre was ganz schön noch vorbei. Und RIP. Nein. Oh. Lux. Danke fürs Subscriben. Und willkommen bei den teuflischen Stars auf Twitch. Auch wenn Magilu da gerade wieder herrlich versagt hat. Frage ist, wie hart ist der Delay? Okay, null Delay, das Ding fliegt sofort. Okay, wir haben alles. Jetzt muss ich nur noch ins Ziel. Also ich glaube, das Einzige, was ich im Fernsehen gucken würde... Dark Shadow! Danke für 12 Monate Treue. Supergeil. Und schon wieder ein Bonusspiel. Während Dokumentation. Nee, ehrlich. Ich bin ein sehr neugieriger Typ. Ich gucke sehr gerne Dokumentationen und lese mir so Sachen durch. Von daher wäre das wahrscheinlich das Einzige, was ich gucken würde. Und Anime. So, schon wieder rubbeln. Ey, den ganzen Tag nur am Rubbeln hier. Weißt du, dann rubbelst du rum und dann kommt plötzlich so ein kleines hässliches Ding raus. Zwei kleine hässliche Dinger. Und ein Baby. Ja. Was willst du mir sagen? Ich bin sprachlos. Warum? Ich weiß auch nicht. Aber hey, die ersten beiden Level waren bisher eigentlich ziemlich nett in dieser Welt. Wow! Hätte ich fast nicht gesehen, mein Lieber. Ich glaube, der hat gerade meine Eier aufgefüllt. Schauen wir uns jetzt mal an, was hier noch so ist. Nichts weiter. Okay. Dann die gute Ballonfahrt. So. Ja, verdammt.
Und schön alles mitnehmen. Und Rita singt den Vers, genau. Was Christian da immer komisch rausgehört hat. Oder nicht rausgehört, aber irgendwie mit dazu gedichtet hat. Fragt mich nicht, woher. So. Hätten wir den Anfang schon mal. Ja. Was bringt mir das? Ah, ein Hubschrauber. Nein. Ah. Holy. Wie tief ich gefallen bin. Geh weg. Ob das jetzt so gut war? Dass ich erst die Münzen einsammeln sollen. Egal. Zur Not können wir die hier nochmal holen. So, zurück mit dir. Das Geräusch von den Dingern. Butschup, blang, butschup, blang. So. Dahin. Und noch mehr Eier. Einfach so abschießen. Einer mehr und ich hätte, glaube ich, ein Leben bekommen. Nein, nein. Wow. Ich stand da genau in der Mitte und wusste einfach nicht, in welche Richtung ich ausweichen soll. Nice Hit. Ich hätte nicht erwartet, dass ich den noch erwische. Den Alter, seriously? Mögest du mich bitte ein bisschen weniger absnipern? Der eine, den ich gerade im Mund hatte, war das so geplant? Was genau? Ich habe schon wieder Sachen getan, von denen ich nichts weiß. Oh, wollte ich vielleicht schnell mitnehmen. Na, fast. Aber ihr wisst doch, alles, was ich hier tue, ist natürlich voll und ganz geplant gewesen. Also, dass ich den Flieger mit der roten Münze abgeschossen habe, das war geplant. Ich glaube, das kann ich nicht runterschlagen. Nein! Ja, fast. Oh. Hab keine Eier mehr. So, und weg mit dir. Ja. So. 14 und 4 sieht sehr gut aus. Gib mir jetzt einen Speicherpunkt, dann wäre ich sehr zufrieden. Nice. So, dann haben wir bis hierhin schon mal alles safe. Hm, was wäre denn da oben? Noch weiter hoch. Oh Gott. Das mit dem Ballon. Wobei, das kann ich auch sicher wiederholen, falls ich runterfalle. Was höchstwahrscheinlich passieren wird. Oh, noch weiter. Hm. Dann müssen wir schon mal die letzte Blume. Hm, keine roten Münzen bisher. Oh Gott. Nein! Oh nein! Da waren... Da oben wären die gewesen. 100 pro. Okay.
Gehen wir nochmal zurück. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Nehmt mir mal eben mein Baby weg. Ich wollte das eh nicht mehr haben. Ich gehe dann mal. Was wäre denn da so drin? Ah, nur Sternchen noch, okay. Dann wissen wir ja, dass ja nichts drin ist. Dann haben wir auch noch mal ein paar Sternchen. Oh ja, und da ist das Ziel. Okay. Tschüss, Baby Mario. Ah! Ich wollte gerade sagen, irgendwie haben die das Baby in mir nicht weggenommen. Nimm das Baby, ich will nicht mehr! So. Also bis nach der Blume waren auf jeden Fall keine roten Münzen dabei. Ich glaube, die haben so lange gebraucht, um zum Baby zurückzufliegen, weil ich so weit vorgelaufen bin und die halt wohl immer anscheinend in meiner Nähe spawnen. Das schon mal. Jetzt einfach hier drauf bleiben. Das Leben kann ich auch noch mitnehmen. Oder auch nicht. Never mind then. Und da sind meine letzten roten Münzen. Oder auch nicht. Das Level war so schön. Und wir haben es so gut durchbekommen. Und dann fehlt am Ende eine rote Münze. Die natürlich auch nirgendwo mehr ist, ne? Lass mich raten, das war eine Münze, die weggeflogen ist irgendwo. Gehe ich 100% von aus. Na gut, dann nochmal zurück. Ups, eigentlich gerade, Baby Mario. Ach, da. Guck mal einfach zu, wie du geklaut wirst. Wie gesagt, das Level war so gut. Dann fehlt ja die eine rote Münze. Ich gucke erstmal, was hier rechts ist. Vielleicht ist ja hier irgendwo noch die Münze. Nein. Ist sie natürlich nicht. Na, weiß jemand zufällig genau, wo sie ist? Ich kann auch nicht mehr zurück. Ach, das ist ja auch schön. Ah. Joanna. Dann halt gleich das ganze Level nochmal. Ich hoffe ja einfach, dass die irgendwo hier zwischen den ganzen normalen Münzen war und ich sie einfach gerade nur übersehen habe. Ich gehe aber auch stark darauf, dass es wirklich so ein Fly-Guy war. Ne, das ist eine normale Münze. Der die einfach dann mitgenommen hat. Die Sache ist ja, ich habe aber... Ich muss das Level eh nochmal machen. Ich kann es einfach ganz normal beenden. Kann ich das Level eigentlich beenden, wenn ich Baby Mario nicht dabei habe? So rein theoretisch? Nein. Ach komm her, du kleines dummes Kind. Thank you.
Danke. Das drückt meine Stimmung gerade aus. Einfach nur. Dumm. Dann machen wir nur noch das Level heute. Sei nett zu dem Baby. Nee, das haben Babys nicht verdient. Ja, nimm du Baby Mario. Wo ist er? I lost him. Keiner braucht Baby Mario. Okay. Ist aber eh nichts drin. Die waren eigentlich auch, glaube ich, alle leer. Hoppala. Abgerutscht. Ist hier hinten rechts vielleicht was? Irgendwie noch eine Münze versteckt oder so? Nein. Und da die eine. Nein! Was tust du da? Okay. Aber den hatten wir ja schon vorher. Und die hatten wir auch schon. Komm hier hoch. So. Also bis hierhin hatten wir die auf jeden Fall alle. Hier oben vielleicht eine Münze verpasst. Kann ich den von hier unten aus erwischen? Ja, kann ich. Du musst nur treffen. Alter, der Sniper. Ich glaube, ich lasse es besser. Bevor ich das Ding irgendwann mal treffe. Hier sind drei, wenn ich das richtig sehe. Jo. Der Rest ist keine rote Münze. Nee. Also bis hierhin haben wir auch immer noch alles. Und kein Fly Guy, der weggelaufen ist. So. Auch mit. Das hat fast funktioniert. Nimm ihn mit. So, weg mit dir. Nicht eklig. Also nicht lecker. Also eklig. Wobei, Moment. Ich dachte, vielleicht hätte ich hier einen verpasst. Oh, nice. Den kann ich auch noch auffressen. Also hier habe ich auch immer noch nichts gesehen. Und hier auch immer noch nichts. Immer noch nichts. Also falls irgendeiner von euch irgendwie zufällig einen Flyguy hat wegfliegen, hören, gesehen oder wie auch immer, darf er es gerne sagen. Kann man da unten noch irgendwo hin? Ich glaube, ich eher in den Tod. So, und hier sind wir dann schon wieder gleich. An der Stelle, wo wir eben waren. Mit 14. Hä? Wo ist die letzte Münze?
Vermutung, dass er bei der roten Blume war. Welche rote Blume? Hier. Ah, dass er hier oben war, meinst du? Dann schauen wir einfach mal hier nochmal. Ob er dort dann ist. Habe ich die Sachen jetzt oben eigentlich? Muss ich kurz mal gucken. Ob die da oben jetzt als eingesammelt zählen oder nicht. Ja, die 10 hat es eingesammelt. Gut. Immerhin. War da oben gerade was? Ich hätte dafür einen Moment was gesehen. Nein. Okay. Da stand mir gerade einfach mal alles auf dem Weg. Da oben war wirklich was. Schauen wir nochmal. Da! Da ist unser letzter versteckter Guy. Komm her und lass dich fressen. No! Zu hoch! Meine Güte. Hätten wir das. Wow. Der war aber auch mies versteckt. Die Flieger sind schon ziemlich gemein, ja. Oh Gott. Gut, dass ich die einfach abschießen kann. So. Was machen wir jetzt? Oh, da reicht doch der Sternkreis, da muss ich jetzt da nicht warten. So. So. Dann kann ich einfach nach oben schießen. Und weiter geht's. So, dann müssen jetzt noch 5 Münzen und eine Blume fehlen im Idealfall. Yes. Aber das Level auch gleich. Ich darf jetzt nur nicht mit dem Ballon wieder verkacken. Was wahrscheinlich gleich dann passieren wird. Einfach stehen bleiben. So, halbwegs mittig auf diesem Ballon. Aber irgendwie rutsche ich auch automatisch nach vorne. So. Dann halbwegs weit hinten auf dem Ballon. Bleib ich dann halbwegs vorne. Das habe ich jetzt verdient. Das war der Preis für meinen Greed. Oh, nur noch ein paar. Ne, wir haben keine 10er mehr. Ich habe mir gerade noch gedacht, was passiert jetzt, wenn ich da gegen die Dinger gegenfliege, weil ich sie nicht richtig erwische? Und zack, fliege ich dagegen. Deswegen, Leute, never be greedy. Es zahlt sich nicht aus. So. Wie viele Level haben wir jetzt geschafft? 5, 13. In 3,5 Stunden. Meine Güte. Ich hätte gedacht, ich schaffe mehr. Aber gut, dann werden wir beim nächsten Mal dann hier mit Welt 4-4 weitermachen.